Nett, ist direkt wieder tot. Alter, nicht nochmal. Nicht noch einmal. Und ich kann auch keine Arzt wirken gerade. Also keine Items wirken. Ich bin schon wieder tot. Okay, der Kampf wird noch nichts. Ich frage mich eigentlich gerade, was da oben wieder für ein Lärm ist. Oder jetzt müssen wir poltern. Ich heile mehr als die alle gerade zusammen. Fion ist tot. Ah, ne. Ich bin tot. Ich bin schon wieder tot. Ich bin mit Cleo aus dem Bett gefallen. Ne, bis eben saßen sie zumindest noch am PC. Beide. Alter, das gibt's doch nicht. Mit einem Schlag. Einen Schlag braucht er, um mich zu killen. Einen einzigen. So schnell komm ich gar nicht weg. Wenn ich wenigstens meine Dinge da fertig kriegen würde. Lass mich. Jetzt. Fußbrecher, juhu. Endlich. Fertig. Oh Gott. Wir haben's. Ey, was für ein Drecksviech. Alter. Danke. So. So, ja, dann kann ich einmal kurz bei Duft drücken, ne? Damit ich ungefähr weiß, wie weiter dann ist. Geht ja alles ganz fix. Warum? Und ich sag noch, nicht, dass der Controller heute spinnt.
spinnt aber gerade wieder rum. Haben wir jetzt eigentlich... Ja, wir haben wieder mehr... Achso, da sind die Viecher. Also desto mehr wir von diesen Nebenbossen oder starken Gegnern erledigen, desto mehr Astraldinger kriegen wir zusammen. Das heißt, desto höher steigt auch die HP. Also, Nebenstories machen. Ganz wichtig. Muss da irgendwie hoch. Ja. Guten Tag. Oh. Wir sehen uns wieder. Wie lief es mit dem riesigen Zeuge? Wir haben ihn für dich beseitigt. Habt ihr? Verdammt, ich fühle mich geehrt, den Mann zu treffen, der sich dieses Monster angenommen hat. Ich schätze, es ist nicht das erste Mal, dass du dich mit so etwas Riesigem anlegst, was? Oh. Ja, aber ich habe das nicht allein geschafft. Wie auch immer, hier sind deine gewünschten Materialien. Oh, keine Sorge, wegen denen. Ich bin nur froh, dass der Zeuge jetzt weg ist. Behalt die Materialien einfach. Ich bin sicher, du wirst sie besser nutzen, als ich es je könnte. Sicher? Na gut, wenn du es sagst. Ja, sicher. Auf deinen Reisen wirst du sicher noch auf andere verrückte Zeuge treffen. Aber übernimm dich nicht. Vielleicht geben die dir ein paar gute Materialien, aber trotzdem hast du nur dein eines Leben. Er hat recht. Ich will nicht, dass du stirbst, bevor wir unser Ziel erreicht haben. Ich weiß. Wie auch immer, ich lasse dich gehen. Sei dir gewiss, dass ich jedem von deinem Heldentaten erzählen werde. 12.000. Und noch mehr für die Fähigkeiten, Matrix. Okay, er braucht noch. Ja, da noch. Ich würde aber hier erstmal beenden. Okay. Ich muss mir einmal ganz kurz die Haare zusammen machen. Damit die nämlich besser trocknen. Ich habe mir nämlich vorhin die Haare noch gewaschen. Und ich mag es nicht, wenn dann direkt hier unter an der Kopfhaut auch schon nass ist. Weil das bleibt dann auch noch nass. Und nee. Zur Begleitung sogar Fritzelicht. Sehr geil. Glückwunsch, Mappa. Täuschen mich meine Augen oder sehe ich da wirklich das Flammenschwert? Mann, wie ist es dir ergangen? Ja. Du musst mich wirklich nicht so nennen, Grena. So wie es aussieht, hast du alle Hände voll zu tun. Hast du echt Zeit für einen Plausch? Oh, ich mache gerade Pause. Schön und gut, dass wir Karmesinkrähen es in die Hand genommen haben, Calaglia zu entwickeln, aber... Ich sag's dir, mir steht es bis hier mit den Leuten und ihren verdammten Probleme. Ja. Klingt so, als hielten sie dich ganz schön auf Trab. Auf Trab ist noch milder ausgedruckt. Ich habe nicht mehr Zeit für mein Nickerchen. Ach. Ich auch nicht. Manchmal wage ich fast zu denken, es war einfacher, bevor wir die Streieraugen zum Teufel gejagt haben. Ja, nicht wirklich, du weißt schon. Aber kann ich euch um einen Gefallen bitten? Eine unserer größten Sorgen der Zeit ist der Mangel an Unterkünften. Derzeit haben wir die Leute provisorisch in Hütten einquartiert. Aber was mir wirklich vorschwebt, ist, jeder Familie ein eigenes Zuhause zu bieten. Das Problem ist, dass es hier nicht viele Orte gibt, die den Elementen trotzen. Aber weißt du, was perfekt wäre? Das verlassene Dorf in Iglia. Wenn wir dieses Dorf nutzen können, sind wir auf einem guten Weg. Darf ich dich bitten, dass ihr euch dort umseht und schaut, ob es geeignet wäre? Iso. Machen wir. Aber klar, ich helfe gern, so gut es geht, um mir zumindest eine Sorge abzunehmen. Um dir wenigstens eine Sorge abzunehmen. Mann.
Das Gebiet ist ein Zögerbrennpunkt, also glaub nicht, dass es ein Zuckerschlecken wird. Tut mir leid, dir noch mehr aufzubürden, aber vielen Dank. Ja, sehr gerne. Passt schon. Jo. Okay. Iglia-Ödland. Gehen wir da mal hin. Gehen wir hin und schauen wir uns um. Aber möchte mich einmal ausruhen. Rasten. Dunkles Mal. Okay. Und vier. Und 4% mehr Erfahrung im Kampf. Lassen ein wenig mehr Objekte fallen. Verteidigung der Gruppe um 15. Prozent mehr Erfahrung, aber dafür fehlt uns Königsfisch. 10. Viel mehr Objekte fallen. 16% mehr. Machen wir das hier mit drin, will. Und dann reden wir auch mal mit drin, will. ちょっと違う。でもずっと胸に抱えてて苦しい。話してもいいかな？あ、俺でよければ。私ね、父さんや母さんにダメだって言われていたのに、隠れて魔法を使ったことがあるんだ。そうしたら アウメドラが来たの。私の世界を壊したアウメドラが許せなかった。でも一番許せなかったのは約束を守れなかった自分。敵討ちを誓いながらずっとそのことが引っかかってた。私にそんな資格あるのかって。 リンウェルの家族を殺したのはアウメドラだ。そこは間違えちゃダメだ。私のせいで父さんも母さんも死んだのに。こんなこと言っても慰みにもならないだろうが、親御さんは全く予期してなかったわけじゃない気がするんだ。どういうこと？アウメドラのような奴がいる限り、いずれ見つかる危険はあったはずだ。その危険を高めてまでリンウェルに教えたのは、リンウェルにそれだけの才能があったから。 そして、そこに賭けようと思ったからじゃないだろうか。賭けた？って、何を？未来だ。リンウェル自身の魔法が使えるようになれば危険も伴う。だが無力なまま隠れて暮らすのはもっと危険だ。だから自分たちの危険を承知で教えた。それは親御さんの愛だったんじゃないだろうか。はい。 すまない。想像でいい加減なこと。うん。私、この力がなければって何度も思った。本当は今だって時々思うことがあるよ。
でも、みんなと旅をしている間に、この力でできることがある。だから頑張るよ。この力があるのが自分なんだって認めて、仲間を守って、未来も守る。欲張りかな。いや、それくらいでこそリンウェルらしさ。 Und wir haben eine tiefere Bindung, oh Gott. So. Juhu, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Traubengelee. Okay, das Ding gefällt mir mehr. Okay, die habe ich auch alle schon im Besitz. Das heißt, das wäre wirklich das nächste. Da fehlt noch ganz viel für. Da auch. Da auch. Oh nein! Bin ich blöd. Okay, naja. Wobei Mahlzeiten kann ich immer herstellen. Kann mich immer verbessertes Mahlzeiten herstellen. Du sag mal, FF9, ist das vom Gameplay eher FF1 oder eher FF14? Wenn er FF1, aber eigentlich gar nichts von beiden. Aber wenn er Final Fantasy 1. Aber dennoch ganz anders. Es ist schwer zu erklären. Also Final Fantasy 9 ist... Ja, doch eher wie ein klassisches Final Fantasy. Mit dem Gameplay von FF14 hat es eher weniger was gemein. Da wäre dann eher Final Fantasy 12, was so ähnlich ist. Final Fantasy 12 ist wie ein MMO gefühlt aufgebaut, obwohl es Singleplayer ist. Kein Problem. Ein bisschen was weiß ich in Final Fantasy. Nicht viel, aber ein bisschen. Und da fehlt aber überall was. Äh.
Ja. Das ist ja kündig, mäßig. Ja gut, das ja. Das ja. Jetzt kaufen, das kann ich auch hier. Das Traubenfilet kaufen. Das auch. Ich war ja jetzt schon so blöd und hab das. So. Ich kann sagen, dass FF14 ein Gameplay wie FF14 hat. Du bist doof. Du bist doof, Hybrid. Einfach nur doof. Level 9. Ein Schlag. Oh Mann, ey. Ich müsste... Ah ja. Juhu. Wie war das mit? Ich gehe heute in FF14 nicht mehr online. Ich muss mich jetzt nur daran erinnern, dass es duft zu sagen, jo, ich mich bewege. Wir sollten nach da hinten, ne? Karpfen will ich aber trotzdem gerne mitnehmen. Oh, süß. Level 7 und 9. Mit einem Angriff. Zurück nach Ulzbeck. Ulzbeck, oder? Und sowas in der Art. Da komme ich leider nicht rauf. Hast du dich im Dorf umgesehen? Tut mir echt leid, Grenner, aber das Dorf ist ein Reinfall. Es ist wenig da, was man noch verwenden könnte, und es will mit von Zeugen. Ich hätte es wissen müssen. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass es nichts wird, aber ich musste es wenigstens versuchen. Ich habe keine anderen Ideen, und die Dinge sind so wahnsinnig wie eh und je. Wir sind echt am Ende unserer Kräfte. Ich kann dich gut verstehen, Grenner, aber weißt du, mir ist vorhin etwas klar geworden.
Bevor wir Kalaglia befreit haben, wäre es völlig undenkbar gewesen, dass Leute dich um Hilfe bitten, die Dinge besser machen wollen, oder? Aber jetzt können die Leute genau das tun. Das ist doch ein Zeichen, wie frei die Leute jetzt sind, meinst du nicht? Dass die Leute die Chance haben, für ein besseres Morgen zu arbeiten, verdanken sie der Freiheit, die sie jetzt genießen. Es mag im Moment eine Menge sein, aber das ist nur ein Stolperstein auf dem Weg zu einem besseren Leben. Leichter gesagt als getan. Ich weiß, aber du verstehst, was ich meine. Weißt du was? Du hast recht. Das ist nichts, worüber ich mich beschweren sollte. Das ist unser Flammenschwert, stets weise. Ich habe doch gesagt, du sollst mich Alpha nennen. Aber ich bin froh, dass du es jetzt positiver siehst. Absolut. Wenn wir das hier überstehen, wird Kalaglia doch noch ein lebenswerter Ort. Danke, dass ich bei dir mal Dampf ablassen durfte. Hast du was dagegen, wenn ich mal wieder auf dich zukomme, um über andere Sachen zu sprechen? Nein, überhaupt nicht. No, so wenig nur. Naja. Okay. Ja. Ah. Okay, hier ist soweit nichts mehr. Sie ist Loden. Brunnen-Dingens. Platz ist noch was. Ach ja, und dann muss ich gleich noch gucken, dass ich die anderen Aufträge noch durchackere. Na? Für Mr. Liebhaber. Da Traslinie Fernstraße. Wie nennt sie es das auch? Okay. Bislodia. Entdecke viele Eulen. Also noch ein bisschen mehr. Als das, was wir jetzt schon haben. Die Frage ist halt, wo fehlen mir diese Eulen? Duftelein! Ja, gut wissen. Du bist? Ja. Hey. Was? Wollen die mich jetzt verarschen? Könnte das etwa... Hä? Zur Hölle? Ach, du bist aber gut. Was? Nochmal? Das gab es ja schon. Was? Wer ist neben das geschwört? Was wollen die von mir? Ich hab kein Wort verstanden, ey. Hä? Was? Wie? Ja, wenn wir das so machen... Riesiger Zeugel. Postal. Können wir eigentlich eine Karte anzeigen? Okay. Ich habe gerade Pepper Woods verstanden. So, aber wieder reinklicken. Und Zeugelschlacht. Die Schlacht der Zeugel. Nein, das war doof. Doch, keine Schlacht der Zeuge. Schlacht der, wir fallen runter. Danke. Bin ich da richtig? Ja. No, süß. Stufe 11. Stufe 12.
Naja, sie brauchen mindestens 2 Schläge, bis sie tot sind. Auch in Ordnung. Kann man machen. Kurze Frage, bevor ich runtergehe. Okay, warte. Dann mache ich hier einmal ganz kurz auf Pause. Ich halte einmal kurz um. Ahahaha. 強く生きるため弱さを隠して恐れずに挑みから始まる